Hey und herzlich willkommen zum heutigen Workshop. Mein Name ist Marc und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr solche Timelapse-Aufnahmen ganz leicht selbst erstellen könnt. Wie das funktioniert und was es dabei zu beachten gibt, das zeige ich euch nach dem Intro. Schauen wir uns erst einmal an, wie eine solche Zeitrafferaufnahme funktioniert. Ein normales Video besteht aus vielen einzelnen Bildern, die ganz schnell hintereinander wiedergegeben werden. Die Frequenz, mit denen diese Bilder wechseln, bezeichnet man auch als Bildrate. Bei einem normalen Video werden die Bilder in der Kamera mit derselben Frequenz aufgenommen, mit der sie am Ende auch wiedergegeben werden. Ein Video, das wir beispielsweise mit 25 Bildern pro Sekunde aufnehmen, geben wir am Ende also auch wieder mit 25 Bildern pro Sekunde wieder. Eine Timelapse-Aufnahme hingegen geben wir immer noch mit derselben Frequenz eines normalen Videos wieder. Die Bilder werden allerdings mit einer wesentlich geringeren Bildrate aufgenommen. Das heißt, zwischen den einzelnen Bildern liegt ein größerer Zeitraum. Für unser Beispiel würde das bedeuten, dass wir immer noch 25 Bilder pro Sekunde wiedergeben, diese 25 Bilder aber nicht innerhalb einer einzigen Sekunde aufnehmen, sondern zum Beispiel über einen Zeitraum einer halben Stunde. Eine Timelapse eignet sich also besonders zur Visualisierung von Prozessen, die sehr lange dauern, zum Beispiel der Bewegung von Himmelskörpern oder eben eines 3D-Drucks. Normalerweise macht man das mit Intervallaufnahmen. Man nimmt also in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel alle 10 Sekunden, ein Foto auf und setzt diese Bilder dann später zu einem Video zusammen. Viele moderne Kameras verfügen dafür heute über eine interne Intervallgeberfunktion. Man kann aber auch auf ein externes Intervallometer zurückgreifen. Das wird für unseren Anwendungszweck später noch wichtig. Wir möchten ja eine Zeitrafferaufnahme von einem 3D-Druckprozess machen. Aber warum können wir dafür nicht eine ganz normale Intervallaufnahme verwenden? Den Grund dafür erkennt ihr vielleicht sogar schon in dieser Aufnahme. Der Druckkopf befindet sich im Intervall der Aufnahmen immer an einem anderen Ort auf der Bauplatte und so entsteht beim Zusammensetzen der Bilder ein recht chaotisches Resultat. In dieser zweiten Aufnahme seht ihr, dass das schnellere Wiedergeben eines normalen Videos ein ähnliches Ergebnis liefert. Um das zu verhindern, müssen wir eine Möglichkeit finden, immer dann ein Bild aufzunehmen, wenn der Drucker die vorherige Schicht beendet hat und den Druckkopf in eine vorher definierte Parkposition gefahren hat, damit diese nicht mehr im Bild ist. Und das ist eigentlich ganz einfach. Alles, was wir dafür brauchen, ist unsere Kamera, ein Taster, wir verwenden hier in diesem Fall einen Endstop von einem 3D-Drucker und außerdem brauchen wir noch ein passendes Kabel für unsere Kamera. Wie vorhin bereits angesprochen, verfügen die meisten größeren Kameras heute über einen Kabeleingang, um den Auslöser mit einem externen Intervallometer oder einem Fernauslöser zu bedienen. Von Kamera zu Kamera kann dabei die jeweilige Schnittstelle etwas variieren. Für unsere Canon-Kamera benötigen wir zum Beispiel einen solchen 2,5 mm 3-Pol-Klinkenanschluss. Für unsere Sony-Kamera hingegen brauchen wir einen speziellen Micro-USB-Stecker. In der Videobeschreibung werde ich euch aber auch nochmal eine Seite verlinken, auf der das für den jeweiligen Kameratyp aufgeschlüsselt wird. Das Funktionsprinzip ist jedoch für fast alle Schnittstellen fast gleich. Es gibt definierte Pins, die die Kamera entweder fokussieren oder auslösen lassen, wenn sie auf Ground gelegt werden. Welche Pins das für die jeweilige Schnittstelle genau sind, findet ihr auch auf der verlinkten Webseite. Im Fall unserer 2,5 mm 3-Pol-Klinke ist hier das Ground-Potential, der mittlere Kontakt dient dem Fokussieren und der Kontakt an der Spitze ist fürs Auslösen. Wir müssen also nur unser Kabel so mit dem Taster verbinden, dass dieser eine Verbindung zwischen Ground und der Spitze schließt. Welches Kabel dabei zu welchem Kontakt gehört, messen wir zunächst mit einem Multimeter. Danach verlöten wir die entsprechenden Litzen und wenn wir jetzt das Kabel in die Kamera einstecken und den Taster betätigen, löst dieser aus. Wir haben uns jetzt hier für die etwas unkonventionelle Idee entschieden, den Taster auf dem zweiten Druckkopf zu montieren. Wo ihr diesen montieren könnt, hängt dann jeweils von eurem Gerätetyp ab. Für die Befestigung des Tasters auf dem Druckkopf habe ich mir eine solche Halterung in Fusion 360 konstruiert und auch das entsprechende Gegenstück dafür für den aktiven Druckkopf. Diese habe ich dann einfach 3D gedruckt und auf den Druckköpfen montiert, darauf dann anschließend den Schalter befestigt und diesen dann mit unserem vorher vorbereiteten Kabel verbunden. Damit sind wir hardwareseitig auch schon fertig. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist unseren G-Code so anzupassen, dass der Druckkopf den Taster nach jeder vollendeten Schicht auslöst. Da wir unser Projekt jetzt hier mit einem BCN 3D Sigma umgesetzt haben, verwende ich jetzt Slicer Stratos. Da das aber auf Cura basiert, könnt ihr die entsprechenden Funktionen auch dort finden. Zunächst einmal öffnen wir unser Modell hier ganz regulär im Slicer. Dann öffnen wir hier oben unter Extensions den Punkt Post Processing und gehen hier auf Modify G-Code. Unter Add Script wählen wir anschließend Timelapse aus. Anschließend können wir dann hier auswählen, in welche Parkposition unser Druckkopf fahren soll. Ich wähle jetzt hier bei der X-Koordinate 5 mm aus, da ich an meinem Halter oben einen 5 mm Überstand habe. Und anschließend drücken wir dann hier auf Close. Wir können dann ganz normal die Einstellung von unserem Druck vornehmen und slicen diesen dann. Nach dem Starten des Druckvorgangs fährt unser Druckkopf nach jeder vollendeten Schicht in die vorgegebene Parkposition und löst damit den Taster aus. Unsere Kamera nimmt jetzt also für jede Schicht ein Bild auf. Am Ende kopieren wir dann die Bilder in einen gesonderten Ordner. Um diese dann zu einem Video zusammenzufügen, verwende ich hier DaVinci Resolve. Hier öffnen wir zunächst den entsprechenden Ordner. Wir sehen hier die verschiedenen Bilder. Und um diese jetzt als einen Clip zu importieren, wählen wir hier oben unter Frame Display Mode Sequence aus.
Die Sequenz ziehen wir dann einfach in unseren Media-Tab. In unserer Timeline ziehen wir dann einfach die Sequenz an die entsprechende Stelle. Und schon haben wir unser Video. Wenn ihr jetzt kein Videoschnittprogramm nutzen möchtet, findet ihr im Internet auch verschiedenste andere Programme, mit denen ihr die Bilder dann zu einem Video zusammensetzen könnt. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da oder abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke, um keins unserer Videos mehr zu verpassen. Oder kommt vorbei zum Open Lab Day, jeden Mittwoch von 9 bis 19 Uhr. Bis dahin, ciao!